Und in der heutigen Folge schauen wir uns 4 Fahrzeuge und eine Polizeistation von Superwings an. Und wie immer packen wir die Spielzeuge nacheinander aus und testen sie anschließend. Als erstes haben wir das verwandelbare Polizeiauto von Paul. Und warum verwandelbar, schauen wir uns nach dem Auspacken an. Denn jetzt geht's erstmal weiter mit Dizzys Kranrettung. Mit dabei ist ihre Figur und natürlich ihr verwandelbares Fahrzeug. Und als nächstes haben wir das Feuerwehrauto von Chad. Bei diesem Fahrzeug sticht uns sofort die Drehleiter ins Auge, genauso wie beim Fahrzeug von Donny die Baggerschaufel. Aber so wie es aussieht, haben die Fahrzeuge jetzt erstmal einen Einsatz, also nichts wie los. Denn so wie es aussieht, ist einer der Superwings, nämlich der Albert, unter einen Steinhagel und unter einen riesigen Baum begraben. Also höchste Zeit für unsere verwandelbaren Superwings-Fahrzeuge für den Einsatz. Also verwandeln wir die Fahrzeuge in riesige Roboter. Dazu die Beine drehen, ausziehen, den Arm nach unten drehen und die Hände ausfahren. Und dann ist das Polizeiauto von Paul zu einem riesigen Roboter geworden. Aber so wie es aussieht, benötigen wir Hilfe von den anderen Superwings. Und da kommt uns der Kran von Dizzy ganz gelegen, würde ich sagen. Also verwandeln wir auch ihr Auto in einen riesigen Kranroboter. Hier wieder die Hände ausfahren und den Arm nach unten klappen. Und dann können wir den Kranhaken hinten gleich benutzen, um den Baumstamm wegzuziehen. Und dann hätten wir das erste Problem gelöst. Und für das nächste Problem, nämlich die ganzen Steinbrocken, bietet sich das Fahrzeug von Donny an. Also vorne die Schaufel nach unten drücken und die Steine zur Seite räumen. Aber Donny verfügt ebenfalls über einen Baggerarm mit Schaufel. Ebenfalls kann es sich verwandeln. Also nichts wie los. Die Beine nach unten klappen, einmal um die eigene Achse drehen, ausziehen, die Arme nach unten klappen, die Hände ausfahren und dann kann Donny mit der Baggerschaufel die Steine zur Seite räumen. Und zu guter Letzt benötigen wir natürlich noch das Feuerwehrauto von Chad, falls Albert zum Beispiel Feuer gefangen hat. Auch dieses Fahrzeug können wir selbstverständlich verwandeln. Also wieder die Beine ausziehen, die Arme nach außen fahren, die Hände ausfahren und dann kann Chad helfen, den Albert aufzurappen. Und so wie es aussieht, hätten wir jetzt alle Fahrzeuge soweit umgewandelt. Zum einen den Paul, den Chad, den Donny und die Dizzy. Also zurück zum Flughafen. Denn hier erwartet uns ja noch das nächste Spielzeug, die Polizeistation von Paul. Und da kann uns Dizzy mal hinfliegen. Einfach die Flügel nach hinten klappen, die Beine einklappen und dann ist aus Dizzy ein Helikopter geworden. Und der fliegt jetzt zur Polizeistation und die schauen wir uns jetzt genauer an. Auf der Rückseite können wir einige der Funktionen schon erahnen. Mit dabei ist diesmal auch ein Flugzeug von Paul. Und auf der Seite können wir die Verpackung öffnen, um den Inhalt auszuschütten. Im Inneren befinden sich ein paar Bauteile, die wir erst noch zusammenstecken müssen. Also den großen Tower nehmen, die Rutsche anstecken. An der Seite haben wir noch eine Art Garage und dann ist die Polizeistation auch schon voll einsatzbereit. Und mit der Figur von Paul können wir diese austesten. Und wenn wir beim Paul vorne auf die Nase drücken, dann fahren sich seine Reifen aus und seine Arme klappen sich aus. Hier links haben wir die Garage mit einer Startrampe,
einfach das Fahrzeug draufschieben und die Startrampe nach oben nehmen. In der Mitte am Tower haben wir einen Aufzug, den können wir oben drehen und gleichzeitig wird das Fahrzeug gestartet. Und hier rechts haben wir noch die Ausfahrtrampe, die wir nach unten klappen können. Also gleich nochmal austesten. Rein mit dem Fahrzeug in den Aufzug, drehen und Paul rast die Rampe herunter. Und so ähnlich könnt ihr das auch mit den anderen Figuren machen. Dazu einfach die Figur von Chat umwandeln. Dann auf die Rampe setzen und hinunterrasen lassen. Bei diesen Fahrzeugen funktioniert das nicht ganz so gut, da sie etwas größer sind. Aber dafür kann man sie ganz einfach verwandeln. Einfach die Beine nach unten klappen und die Arme ausklappen. Und genauso können wir den riesigen Roboter wieder in seine Feuerwehrautoform verwandeln. Dazu einfach wieder die Beine um die eigene Achse drehen, wieder zusammenschieben, die Arme und die Hände einklappen und befestigen. Und schon sitzt Chat wieder in seinem Feuerwehrauto. Und dasselbe funktioniert natürlich mit Paul. Auch hier können wir die kleine Figur verwandeln. Dazu die Arme einklappen, die Beine nach hinten klappen und die Flügel nach unten. Und dann ist Paul in seiner Flugzeugform. Und dasselbe funktioniert genauso schnell wieder andersherum. Beine wieder ausklappen und fertig. Da müssen wir eigentlich nur noch seinen Roboter verwandeln. Dazu diesmal eine andere Reihenfolge. Zuerst klappen wir diesmal die Arme nach hinten, klappen die Beine ein, drehen sie um die eigene Achse und fügen sie anschließend zusammen. Ihr seht, auch so funktioniert's ganz gut. Dann nur noch die Polizeilichter nach oben klappen und in der Mitte zusammenfügen. Und dann hätten wir auch das Polizeiauto vollständig verwandelt. Dann fehlen uns nur noch die letzten beiden Fahrzeuge. Zum einen der Dozer von Donnie. Bei diesem geht dasselbe auch mit der Figur. Hier können wir wieder die Arme und die Beine aus- und einklappen. Und natürlich wieder ins Fahrzeug setzen. Und sein Fahrzeug lässt sich selbstverständlich ebenfalls genauso schnell wieder zurückverwandeln. Die Beine einklappen, die Schaufel und den Baggerarm nach oben schieben, alles fest zusammenfügen und fertig. Dann fehlt uns nur noch das Fahrzeug von Dizzy, nämlich ihr Kranrettungsfahrzeug. Bei ihr haben wir ja vorher schon gesehen, dass wir die Figur zu einem Helikopter verwandeln können. Dazu hinten den Flügel ausklappen, die Beine einklappen und fertig. Ihr könnt da ganz einfach mit euren Fingernägeln eingreifen, um die Arme und Beine auszuklappen. Dann nur noch das Fahrzeug umwandeln. Wieder die Arme nach hinten, die Hände einfahren, die Beine um die eigene Achse drehen, zusammenschieben und alles fest befestigen. Und dann kann Dizzy zum Hauptquartier. Denn hier erwarten uns auch jede Menge Funktionen. Gleich oben haben wir so eine Art Balken, an der wir Dizzy einhängen können. Auf der anderen Seite haben wir noch Platz für eine zweite Figur. Wie wär's denn mit Chat? Einfach einhängen, dann anfangen den Balken zu drehen und dann sieht's so aus, als würden die Flugzeuge ihre Kreise um den Tower drehen. Die Figuren können wir ganz einfach wieder aushängen und dann wieder umwandeln, um sie dann auf die Rampe zu setzen. Denn hier können wir sie ebenfalls heruntergleiten lassen. Und zu guter Letzt werfen wir nochmal einen Blick auf die Fahrzeuge. Hier hatten wir das Fahrzeug von Dizzy in der Roboterform und das Fahrzeug in der Kranform. Dasselbe hatten wir ja auch bei den anderen Autos, wie zum Beispiel dem Polizeiauto von Paul. Hier haben wir es wieder in seiner Roboform und so sieht's aus, wenn es verwandelt ist. Dann fehlen uns nur noch die anderen zwei Fahrzeuge. Zum einen,
Wenn ihr euch noch erinnern könnt, hatten wir da nämlich den Robo von Chat. Diesen können wir auch ganz einfach in ein Feuerwehrauto verwandeln. Und zu guter Letzt hatten wir noch das Fahrzeug von Donny. Das wäre es dann im Großen und Ganzen von den Superwings-Spielzeugen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr diesem gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.